Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Wie ihr seht, habe ich mich schon in meine Wanderklamotten reingeschmissen, denn wir werden jetzt wandern gehen. Damit fangen wir den Tag an. Das Wetter ist ziemlich schön, so ein bisschen benebelt, aber ich glaube, das verzieht sich so im Laufe des Tages. Und wir machen auch keine großartige Runde, sondern wir wollten zur Mordau-Alm hoch, also ganz easy peasy zum Einstieg. Und dann gucken wir einfach noch, was der Tag so bringt. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna. Ich bin wieder zurück zu Hause und habe jetzt endlich Zeit, mit euch zu quatschen. Wir sind zuallererst zum Mordau-Alm hochgewandert und es war eine wirklich schöne Wanderung. Ganz easy, ganz entspannt. Es war auch die ganze Zeit nur Schotterweg, weil man da auch Mountainbike hochfahren darf und kann. Und es war wirklich, also es war eine ganz nette Wanderung. Nichts irgendwie ausgeprägt in die eine oder andere Richtung, aber auf jeden Fall etwas, um ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und ich glaube, dass die im Sommer nochmal tausendmal schöner ist. Der Ausblick war wirklich schön. Es ist nur heute wirklich so, dass alles so ein bisschen, ich weiß nicht, mit so einem latenten Nebel überzogen ist. Mir wurde aber auch gesagt, dass es daran liegt, dass der Sand von der Sahara durch die extremen Windböen, die heute waren, einfach hier angekommen ist und dass deswegen alles so ein bisschen diesig aussieht. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt auch nicht nachrecherchiert, aber man muss wirklich sagen, dass extreme Orkanböen hier angekündigt wurden und in der Höhe hat man es schon gespürt, dass es richtig windig war. Deswegen entschuldigt, wenn das Bild manchmal so ein bisschen wackelig ist. Ich habe wirklich Vollgas gegeben, um für euch vernünftig filmen zu können. Und zwischendurch waren auch ruhige Phasen, deswegen konnte ich genau 2 Reihen an meiner Handstulpe stricken, mehr nicht. Aber dann irgendwann war es wirklich so, dass auch wenn man ein bisschen höher gegangen ist, wenn man von der Mordau-Alm auch noch so einen Ticken höher gehen konnte zu einem Aussichtspunkt, also da ging es gar nicht. Da ging es wirklich gar nicht vom Wind her. Aber ansonsten, wie gesagt, eine ganz nette Wanderung, die man locker machen kann. Ich glaube, mit allem drum und dran, wir saßen da echt relativ lange, haben wir 2 Stunden gebraucht oder so. Also wenn man nur hoch runter geht, dann kriegt man das noch schneller hin. Also wirklich sehr angenehm. Ich glaube, auf dem Wanderschild stand eine Viertelstunde oder so. Aber es geht wirklich schnell. Es geht wirklich, wirklich schnell. So, dann wollten wir eigentlich nach Hause fahren, beziehungsweise wir sind kurz nach Hause gefahren, wir waren duschen und dann wollten wir uns eigentlich erst hinsetzen. Ich wollte ein bisschen stricken, aber dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt einkaufen, bevor es ganz schlimm wird. Und es war so voll beim Einkaufen, deswegen haben wir wirklich ewig gebraucht, um irgendwie alles einzukaufen, was wir noch so gebraucht haben. Wir haben es leider während der Woche nicht geschafft einzukaufen. Da wir Ostern zu Hause verbringen, zu zweit, beziehungsweise mit Cleo zu dritt, haben wir uns vorgenommen, dass wir so ein bisschen klassischer polnisch kochen wollen. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist der Plan. Genau, alles andere schaffen wir einfach zeitlich nicht. Mein Verlobter ist jetzt erst aus den Nächten wieder rausgekommen. Also haben wir gesagt, dieses Jahr wird wirklich easy. Na, wir machen ganz entspannt, wir stressen uns nicht. Also es wird ein wirklich angenehmes Jahr. Das haben wir uns so vorgenommen. Nee, aber deswegen verbringen wir Ostern hier halt zu zweit und wollen wenigstens vernünftig kochen für uns. Und das ist im Endeffekt so der grobe Plan. Wir wollen ganz viel. Er will an der PlayStation sitzen. Ich möchte ganz viel stricken. Das ist mein Plan und damit bin ich total zufrieden. Naja, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Wir waren erstmal einkaufen, haben alles besorgt, was wir so brauchten. Wir sind dann in Salzburg aber noch hängen geblieben, obwohl wir wirklich nur einkaufen gehen wollten. Und waren dann ganz kurz im Europapark. Denn dort ist ein richtig cooler Laden, nur ich kann mich auch nie erinnern, wie der heißt. Es ist auf jeden Fall ein kleiner, winziger Laden, der total viele
nachhaltige Sachen hat. Aber vor allem nachhaltige Sachen von kleinen Designern, von etwas größeren Designern. Also wirklich von allem etwas. Und es ist so ein cooler Laden und ich finde da jedes Mal irgendwas anderes Schönes. Und genau, die haben ganz viele feste Duschseifen, Duschshampoos, all sowas. Die haben dort recycelte Sachen. Da gibt es so eine Marke, ich glaube, die Designerin, die kommt sogar aus Österreich, wenn ich mich nicht irre. Die heißt Refished. Da werden auch aus alten Segeln und all solchen Sachen einfach neue Taschen und Portemonnaies und sowas genäht. Total cool. Dann, was dort auch total vertreten ist, ist Gotbag. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Gotbag gehört habt. Aber als Gotbag damals rausgekommen ist oder gegründet wurde, habe ich den allerersten Rucksack direkt gekauft und ich liebe ihn bis heute. Ich habe den großen, ich habe den kleineren und ich habe so eine Bauchtasche, die ich immer trage. Neben den vier Reven-Rucksäcken sind das meine All-Time-Favorite-Taschen einfach. Und die werden aus recyceltem Plastik hergestellt. Auch total cool. Mein Verlobter hat ein Portemonnaie davon. Ach, und meine Laptop-Hülle ist auch noch von Gotbag. Also ich bin ein riesen Gotbag-Fan. Und ja, ich habe schon, wie gesagt, die ersten Momente mit denen so miterlebt. Und ich finde, die haben sich richtig schön entwickelt und es gibt wirklich tolle Sachen von denen. Von Refished habe ich jetzt nichts mitgenommen, weil ich einfach nicht wusste, was, weil ich eigentlich so alles habe, was ich bräuchte. Das Einzige, was vielleicht praktisch wäre so eine Yogatasche, also für meine Yogamatte. Ich habe nämlich immer nur ein Band, aber das stört mich zwischendurch. Manchmal flutscht mir auch die Yogamatte plötzlich raus. Also das wäre vielleicht nicht schlecht, sowas mal zu haben, aber ansonsten hatte ich da jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich habe ja auch letztes Jahr in Danzig auf dem Markt eine Tasche aus so alten Segeln auch gekauft. Die ist auch mega cool. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen von dem Designer. Ist auf jeden Fall ein Designer aus Polen und der hatte so einen ganz kleinen Laden in Sopot noch. Also es gibt total viele coole neue Sachen und ich mag sowas total gerne. So ein Upcycling-Thema ist mein Ding. So, jetzt habe ich genug davon geschwärmt. Ich wollte euch einmal zeigen, was ich aktuell stricke. Ich bin gestern mit meinem Kyuru-Sweater fertig geworden und freue mich da riesig drüber. Ich habe ihn heute Morgen gewaschen, habe ihn dort hingelegt, noch ein bisschen gespannt und jetzt liegt er dort, bis er trocken ist. Ich habe dann gestern Abend noch die Handstulpen hier oder die Halbfingerhandschuhe von Yerbo angeschlagen mit dem Ragi-Tänzelgarn und bin auch schon so gut wie mit dem ersten fertig. Ich brauchte irgendwas ganz Kleines, was schnell fertig wird und die stricken sich wirklich fix. Die habt ihr auch schon mal in mir im Video gesehen. Wie gesagt, ich habe ein, zwei reingestrickt und dann ging es vom Wind einfach her nicht. Aber ihr seht, ganz simpel, normal. Hier sind halt schon die Zunahmen. Im Endeffekt wird es so sein, dass hier der Daumen sein wird. Und genau, dann schaue ich einfach mal. Bis jetzt strickt es sich wirklich angenehm mit dem Garn. Ich sehe hier, ich habe hier einen kleinen Fehler reingemacht, beziehungsweise die Maschen so ein bisschen doof gezogen. Ist nicht schlimm, stört mich nicht. Ja, das Weiß finde ich auch schön, ist neutral, passt zu allem anderen. Und ich glaube, die mache ich heute einfach mal fertig, beziehungsweise den ersten auf jeden Fall. Heute werde ich auch den Tag nur damit verbringen, so ein bisschen an meinen Whips zu arbeiten. Aber ich verspreche euch, dass wir morgen was ganz Neues anstricken werden und auf jeden Fall ein größeres Projekt. Der erste ist jetzt fertig und so sieht er aus. Ich finde, man sieht hier relativ schnell, wenn die Fadenspannung nicht gleich war. Also das, was ihr hier seht zwischendurch, das sind keine Fehler, sondern einfach nur, dass ich in dem Moment eine etwas andere Fadenspannung hatte. Kommt vor, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich gucke mal nach dem Blocken, ob es genauso ist. Einen Fehler habe ich aber reingemacht und der ist auf der Seite. Und das seht ihr hier. Da habe ich plötzlich irgendwie so eine komische verdrehte Masche drin gehabt. Und die habe ich dann einfach zusammen, ich glaube, links verstrickt. Und ja, da sieht man hier natürlich, also es geht am Ende zwar auf mit den Maschen, aber dadurch ist hier halt so ein kleiner Bogen und eine etwas größere Masche. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ja, ich schaue mal, wie das Ganze nach dem Blocken aussehen wird. Aber ich habe hier schon mal den zweiten Handschuh angestrickt, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, den zweiten irgendwie tausendfach aufzuschieben. Und so habe ich jetzt schon die ersten reingestrickt, habe hier schon
die Maschen mit den Zunahmen praktisch angemarkert mit meinen Maschenmarkierern. Und ich glaube, daran werde ich morgen weiter stricken. Jetzt schnappe ich mir, glaube ich, meine Cumulus-Bluse, weil ich gerade nicht so wirklich Lust habe, irgendwie so ein Rippmuster zu stricken oder mir wegen den Zunahmen Gedanken zu machen, weil es schon spät ist. Und ich stricke jetzt einfach ganz entspannt an meiner Cumulus-Bluse weiter, weil das einfach ab diesem Punkt nur noch rechte Maschen sind. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute deutlich länger geschlafen als sonst. Ich war selber erschrocken, denn irgendwie seit ich hier wohne, habe ich es so, dass ich immer um die gleiche Zeit aufwache. Ich versuche dann immer noch ein bisschen liegen zu bleiben, noch ein bisschen weiter zu schlafen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe einfach so einen fixen Rhythmus drin, auch durch meine ganze Woche, dass ich das am Wochenende auch nicht rauskriege. Und das Blöde ist dann, wenn ich am Wochenende mal ein bisschen länger wach bleibe, weil ich einfach auch ein bisschen mehr schaffen möchte, dann wache ich trotzdem um die gleiche Uhrzeit auf. Und das ist der Grund, warum ich so ein bisschen müde in letzter Zeit bin. Aber heute habe ich länger geschlafen, aber irgendwie bis 9 Uhr, also ich war selber im Schock und dann ist mir aufgefallen, dass die Zeit ja umgestellt wurde. Ich habe das wirklich niemals auf dem Schirm, aber ja, daran lag es dann halt auch, dass es schon so spät war. Ich habe jetzt hier eine Tasse Tee gemacht. Was ich übrigens auch total gerne mag, ist so ein, das ist so typisch polnisch, muss man einfach sagen. Das ist der Lipton Schwarztee, den ich mir mache. Und dazu einfach eine Zitrone rein. Und das ist so lecker. Und ja, trinke ich total gerne, vor allem morgens, um ein bisschen wach zu werden. Den Kaffee vertrage ich ja nicht so gut. Und wenn ich mal keine Lust auf Chai habe, dann ist es dieser schwarze Tee mit Zitrone. Und halt deutlich weniger aufwendig, muss man ja auch dazu sagen. So, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Ich muss nämlich heute das Video bearbeiten, damit es heute für euch online geht, denn gestern war mein Verlobter die ganze Zeit am PlayStation spielen und ja, unser Internet ist wirklich schlecht. Da kann ich hier hinten noch nicht mal ein Video gucken. Muss mir vorher die Filme runterladen. Also besser geht es leider nicht, weil wir hier einfach nicht die Leitung dafür haben. Das ist aber nicht schlimm. Ich hätte es aber auch gestern schon bearbeiten, heute nur uploaden können. Aber irgendwie hat mich die Motivation verlassen. Ja, von daher werde ich es jetzt schnell bearbeiten und für euch uploaden. Ich habe hier noch eine Apfeltasche von Aldi Süd. Denn die Franzbrötchen und die Apfeltaschen sind vegan dort. Richtig gut. Bei Aldi Nord war es so, dass nur die Franzbrötchen vegan waren. Und die Franzbrötchen sind auch erst deutlich später bei Aldi Nord vegan geworden als bei Aldi Süd. Also warum? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall beides ist jetzt vegan. Eine habe ich mir noch von gestern aufgehoben und die werde ich jetzt schnell essen. Und bevor ich jetzt diesen Abschnitt hier beende und mich ans Schneiden mache, wollte ich euch noch frohe Ostern wünschen. Ich wünsche euch alle wunderschöne Ostern. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein freies Wochenende. Falls nicht, wünsche ich euch einen absolut ruhigen Dienst und dass ihr wirklich in Ruhe arbeiten könnt. Und ja, so viel dazu. Wie gesagt, wir werden es total entspannt angehen lassen, weil wir nur zu zweit sind. Ich schneide jetzt das Video und heute werden wir auf jeden Fall was Neues anstreben. Ich bin fertig mit Videoschneiden und es ist auch gerade für euch online gekommen. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um wieder zu stricken. Und ich möchte heute was Neues anstricken, denn nachdem ich mein Kyuro-Sweater fertig gekriegt habe, finde ich, ist wieder Platz in meinem Leben für einen neuen Sweater. Und ich möchte diesen hübschen hier stricken. Das ist der Bönern-Sweater von Yerbo. Und da habe ich dieses wunderschöne Garn zum Testen zur Verfügung gestellt gekriegt. Auch mit der Anleitung. Und ich sag euch, diese Farbe ist wunderschön. Ich zeige euch einmal das Knäuel. Ich habe mit dem Garn ja schon den Sophie Shawl gestrickt und der war einfach so hübsch und diese Farbe hat mich halt auch total umgeworfen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Sweater in dieser Farbe stricken und das ist das Yerbo Svens Ull Garn. Und ich sage euch gleich die Farbnummer und verlinke es euch selbstverständlich auch. Das ist die Farbe 59009. Genau. So sieht die aus und schaut mal, was ich mittlerweile habe. Ein Wollwickler. Ich freue mich so sehr. Das war dringend, dringend notwendig. Ich habe ihn noch nicht benutzt. Ich habe ihn hier jetzt gerade aufgebaut. Und das ist ein Wollwickler von Lücke. Lücke? Lücke. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Es ist auf jeden Fall ein norwegisches Wort für Glück. Und die Marke kennt ihr auf jeden Fall. Die machen ja total viele Stricknadeln. Und ich fand das Holz so schön, dass ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall der, den ich haben möchte. So sieht er aus. Da ist er aufgebaut. Und ich würde mal sagen, unser erstes Knäuel wickeln wir einfach mal zusammen. Besser kriege ich euch nicht positioniert, aber ich finde, das erste Knäuel müssen wir auf jeden Fall zusammenwickeln.
So, das nehmen wir jetzt hier einmal auseinander. So, dann gucken wir mal, wo die Mitte ist. Okay, jetzt kommt die große Kunst. Für mich auf jeden Fall. So. Okay. Das sieht schon mal mehr oder weniger stabil aus. Dann gucken wir mal, wo das Ende ist. Das ist hier. Okay, dann einmal das. Und dann fädeln wir das Ganze hier einmal durch. So. Und einmal hier durch. Alles klar. Und dann können wir eigentlich, glaube ich, loslegen. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure. Zwei Stränge sind jetzt gewickelt. Das ist meiner, das ist der von meinem Verlobten und er sagt, seiner ist schöner. Ich weiß ja nicht. Was sagst du? Er ist auf jeden Fall komprimierter. Also, ich weiß aber nicht warum, was ich anders gemacht habe. Weil ich schon Profi bin. Ich habe schon so viele Knäule gewickelt. Ich kenne mich jetzt aus. Das kann gut möglich sein. Aber ja, deswegen, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Meiner, seiner. Ja, deiner ist wirklich ein bisschen schöner. Aber ich übe. Und jetzt habe ich ja die Chance zu üben. Oh, bei deinem sieht das links so ein bisschen aus wie ein Herzchen hier so in der Kamera. Mit sehr viel Fantasie. Ich muss euch sagen, ich finde den Wollwickler richtig klasse. Es spart einem so viel Zeit und es geht wirklich so schnell und einfach. Also ich bereue es, dass ich mir nicht vorher schon einen angeschafft habe. Wiederum in der alten Wohnung hatte ich viel zu wenig Platz. Hier habe ich mehr Platz, aber trotzdem, es spart einem einfach ultra viel Zeit. Und ich bin auch froh, dass ich das von der Marke geholt habe, weil das Holz einfach wunderschön aussieht. Also guckt es euch an, wirklich sehr hübsch verarbeitet, passt auch dementsprechend hier zu meiner Einrichtung, finde ich, weil Holz geht immer. Und das Schöne ist, dass all die Sachen auch in so hübschen Baumwollsäckchen hier verpackt sind. Also wirklich alles sehr hochwertig. Ich möchte sowieso von denen auch nochmal Stricknadeln ausprobieren, weil ich bis jetzt nur Gutes gehört habe. Und auch, dass die irgendwie, ich glaube in Nepal, in Kathmandu oder so verarbeitet werden. Ich weiß nicht, da muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen. Aber so finde ich es auf jeden Fall total durchdacht und schön und bin wirklich zufrieden damit. Morgen, ihr Lieben. Tut mir leid, dass ich gestern nicht so viel zu euch gequatscht habe, aber zuallererst war ich total in meinem Strickflow drin und dann haben wir irgendwann zusammen gekocht, was einfach ewig gedauert hat und danach haben wir schon gegessen und dann habe ich nur noch ein paar Reihen gestrickt und dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Mir hat auch gestern diese eine Stunde irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, ob das nur vom Kopf her ist, ja, aber ich hasse Zeitumstellung. Also mich stresst das immer so latent, aber da bin ich ein bisschen eigen. Ist einfach so. Genau, ich habe an meinem Böhnern-Sweater richtig fleißig gestrickt. So sieht das aus. Die Konstruktion ist ein bisschen speziell, beziehungsweise ist eine ganz normale Konstruktion. Ich mag es aber nicht so gerne. Und zwar fängt man mit dem Rückenteil an, dann nimmt man irgendwann hier Maschen auf und fängt dann, glaube ich, mit der linken Vorderseite an. Dann bildet man so ein bisschen den Kragen und macht dann mit der rechten Vorderseite weiter und strickt dann irgendwie runter oder irgendwas in der Art. Den Kragen macht man dann ganz am Ende im Endeffekt, dass man da auch Maschen aufnimmt.
Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, ob ich das so schön hinkriege, aber bisher ist es wirklich wunderschön. Die Garnfarbe kommt hier gar nicht so richtig raus in dem Licht, aber die ist wirklich klasse. Es strickt sich richtig toll mit dem Garn. Ich benutze hier für meine Seam-Knit-Nadeln, weil sich das einfach richtig toll anfühlt. Genau, das Zopfmuster ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Im Endeffekt habt ihr eine Reihe von, ich glaube, 8 oder 9 oder so, wo ihr einmal die Zopfnadel benutzen müsst und dann sind es nur noch rechte und linke Maschen. Aber auch da, das Zopfmuster ist super erklärt. Auch kein Chart oder so, sondern einfach im Text und es ist gar kein Problem. Wirklich. Ich weiß, es sieht herausfordernd aus. Guckt es euch an, das ist ja eine kostenlose Anleitung. Guckt einfach rein und dann werdet ihr sehen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Genau. Insgesamt muss ich euch sagen, auch die Wicklung von dem Garn ist perfekt, weil dadurch rutscht mir das Knäuel nicht die ganze Zeit von A nach B, sondern steht praktisch die meiste Zeit. Es ist wirklich praktisch und ich liebe jetzt schon meinen Wollwickler. So, soviel zu dem Projekt. Genau, dann haben wir gekocht. Wir wollten, dadurch, dass wir nicht nach Polen gefahren sind, so ein bisschen klassischer kochen und haben polnische Klöße gemacht. Die hat mein Verlobter gemacht. Ich mag die überhaupt nicht. Ich bin kein Klöße-Mensch. Dazu hat er vegane Schnitzel gemacht. Diesmal haben wir so eingefrorene von Rewe mitgenommen. Die waren super gut, die haben vorher noch nicht ausprobiert. Dazu gab es dann so eine Pilz-Sahnesoße. Auch die war sehr lecker. Also kochen kann der Mann, das muss man ihm wirklich lassen. Und dazu habe ich dann so einen polnischen Gemüsesalat gemacht und der hat mich so abgenervt. Deswegen habe ich gar nicht so viel gefilmt, wie ich eigentlich filmen wollte. Von unserem ganzen Festmahl und vom Kochen her. Denn die Kartoffeln, die man dafür braucht, die muss man erst kochen und dann muss man die pellen. Und das hasse ich. Und die Möhren genauso. Und dann bin ich ja die ganze Zeit am Pellen, Pellen, Pellen. Und das stresst mich maximal. Ich bin nicht so die motivierteste Köchin, muss ich ganz ehrlich sagen. Pellen, dann packt man da noch saure Gurken rein. Die habe ich extra im polnischen Laden vorher noch gekauft. Dann kommt da noch, lasst mich nicht lügen, Mais noch rein, dann kommt da ein bisschen Sellerie rein, dann kommen da Erbsen rein. Man kann auch ein bisschen Apfel reinmachen, mein Verlobter mag das nicht so gern, deswegen habe ich das rausgelassen. Und dann Mayonnaise und Salz und Pfeffer. Eine maximale Kalorienbombe durch die Mayonnaise, aber total lecker. Wenn ihr da Tipps braucht, es gibt von Hellmann. Gibt es eine richtig gute Mayonnaise. Die anderen sind zwar auch lecker, aber ich finde halt, für gewisse Sachen braucht man schon ein bisschen was Spezielleres. Und die ist einfach intensiv genug, damit die zu diesem Salat passt. Deswegen, die kann ich euch empfehlen. Die gibt es im Glas, so ein weißes, durchsichtiges Glas mit einem blauen Deckel drauf. Meistens findet man die auch eher bei Rewe, habe ich das Gefühl. Bei Kaufland haben wir die auch schon mal gefunden. Bei Edeka gibt es die gefühlt nie, also guckt auf jeden Fall. Aber die passt perfekt dazu und die mag ich auch prinzipiell am liebsten. Ja. Und gesagt, dann haben wir gespeist und danach nicht mehr großartig was gemacht. So, jetzt habe ich mir einen Chai gemacht, der jetzt hier abkühlt. Ich habe mir meinen Diffuser gepackt und werde da jetzt ein bisschen was an ätherischen Ölen reinpacken. Zuallererst Bergamotte. Davon mache ich so, ja, 4 Tropfen rein. Dann, das kann ich nie aussprechen, aber es heißt Niauli. Davon mache ich 2 Tropfen rein, weil das ziemlich intensiv ist. Und 1 Tropfen Patchouli. Der Tropfen braucht immer ein bisschen, bis er rauskommt. Na komm, ja. So. Und das reicht und es riecht so toll. So ein ganz frischer Geruch. Und ich finde, gerade am Morgen ist das einfach perfekt. So. Und jetzt werfe ich mich einmal auf meine Yogamatte. Werd meditieren, vielleicht auch ein bisschen Yoga machen. Doch, ich werde meditieren und Yoga machen. Wie gesagt, ich komme ja so nach und nach in meine Routine wieder rein. Das funktioniert ganz gut. Und dann mache ich mich erstmal ans Stricken. Und es kann sein, dass wir heute noch wandern gehen. Aber da muss ich erstmal gucken, ob ich meinen Verlobten aus dem Bett rausgetreten kriege. Ich
habe das Rückenteil jetzt fertig. So sieht das Ganze aus. Also aktuell noch schwer vorstellbar, wie das am Ende aussehen soll. Jetzt ist praktisch der Moment gekommen, wo man hier Maschen aufnimmt für eins der Vorderteile. Aber da habe ich ehrlich gesagt jetzt keine Lust drauf. Vor allem muss ich noch was ganz anderes machen. Und zwar muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt mittlerweile 2 Wochen nichts mehr an meiner Temperaturdecke gemacht habe. Das heißt, ich habe ordentlich was aufzuholen. Ich werde mir jetzt noch einige Temperaturen notieren. Ich habe das Gott sei Dank zwischendurch gemacht. Und ja, schnappe mir jetzt meine Wolle für die Temperaturdecke und fange an zu häkeln. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe die letzten Tage nur an meiner Temperaturdecke weiter gehäkelt und nichts anderes gemacht, weil ich echt einiges aufzuholen hatte und zwar deutlich mehr, als ich es erwartet habe. Aber so langsam lichtet sich das Ganze. Ja, und deshalb habe ich nicht viel weiter gefilmt, weil es sonst ein bisschen langweilig gewesen wäre für euch. Aber so habt ihr einen groben Überblick bekommen. Wie sieht es denn bei euch aktuell aus? Die Temperaturdecke häkeln. Haltet ihr durch? Macht ihr wirklich jeden Tag euer Hexagon? Oder seid ihr auch so, dass ihr zwischendurch wie ich so ein bisschen schlut seid und dann ein bisschen was aufholen müsst? Das wird mich sehr interessieren. Ansonsten ist es ein cooles Projekt. Ich war einfach nur ein bisschen faul und hatte ein paar andere Dinge im Kopf und ja, deshalb bin ich einfach nicht hinterhergekommen. Manchmal muss man sich zwischen den Projekten einfach entscheiden. Genau. Und heute habe ich viel erledigt, viel gemacht, viel Papierkram auch noch irgendwie fertig gemacht und habe jetzt ein ganz besonderes Projekt geplant und ich dachte mir, für ein bisschen Abwechslung zeige ich euch das einfach mal, denn ich brauche einen Schlüsselanhänger für meinen Arbeitsschlüssel und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich da dran machen möchte, irgendwas Cooles, was mir irgendwie gute Laune macht und dann dachte ich mir, warum mache ich nicht einfach etwas aus Makramee? Und ich habe schon vor langer Zeit bei Action so ein Makramee-Garn mitgenommen. Das ist türkis und das ist aus 80% recycelter Wolle und 20% Polyester. Hat kaum was gekostet und ich habe die einfach mal mitgenommen und schauen wir mal, wie sich das so verarbeiten lässt. Vermakrameen lässt. Nein, so spricht man es auf jeden Fall nicht aus. Wie es sich so verarbeiten lässt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich habe eine Anleitung bei YouTube dazu gefunden. Es gibt ja x verschiedene potenzielle Möglichkeiten, sowas im Endeffekt zu machen. Und ich habe mich, das zeige ich euch, ich habe mich für diesen Herzschlüsselanhänger entschieden. Das Video werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal, ob ich es hinkriege und wie es überhaupt klappt. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit meinem Schlüsselanhänger. So sieht er aus. Der ist extrem hübsch geworden, auch wenn er nicht komplett perfekt ist, weil ihr seht, dass hier die Übergänge nicht so toll sind, denn irgendwann nimmt man hier ganz viele Fäden zusammen und das muss theoretisch alles die gleiche Dicke haben und ja. Das habe ich nicht so gut hinbekommen. Hier ist auch so eine kleine Lücke. Da hätte ich den Faden ein bisschen mehr zurren müssen. Aber ja, ansonsten finde ich das Ergebnis wirklich klasse. Und ich mag Makramee total gerne. Ich mache das viel zu selten. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir irgendwann mal ein ganz großes für meine Wand gemacht. Das habt ihr zwischendurch wahrscheinlich immer mal wieder auf einem Video gesehen. Weil ich das an der rosanen Wand hängen hatte. Dann habe ich sogar für unsere Klopapierrolle mal so eine Halterung gemacht. Auch die haben wir ewig benutzt. Und ich habe es auch für Gläschen, wo wir Teelichter drin haben. Da habe ich auch immer ganz viel Makramee drum gemacht. Und ich finde Makramee klasse und ich mache es einfach zu selten. Muss ich mal wieder so ein bisschen mehr integrieren. Genau, so viel dazu. Viel mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Das Einzige, was ich euch noch zeigen wollte, sind meine Socken, die ich heute anhabe. Denn es sind die Tanja Steinbach Socktober Socken von 2023. Die habe ich sogar hier in Berchtesgaden angestrickt. Und ich habe die Enid Wolle von Nüte Dern, also von der Nina von Nüte Dern benutzt. Und die sind so klasse. Heute hatte ich Lust, die anzuziehen und die passen perfekt. Und das Muster ist total schön. Genau, so viel dazu. Ihr sagt nämlich zwischendurch immer mal wieder, dass ich meine Sachen mal zeigen sollte, wie ich sie trage. Und ich habe ziemlich viele Socken gestrickt. Also wollte ich euch heute wenigstens einmal meine Socken zeigen. Ansonsten hat es mich wirklich sehr gefreut, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Abonniert gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!